Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge mit mir, Star Steffen Zockt und VR Chat. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los. Und sorry, dass in der letzten Folge der Ton etwas leise war. Mein Mikrofon war ein bisschen weiter weg von mir und dadurch war meine Stimme ein bisschen leise. Aber jetzt habe ich das Mikrofon näher dran, wie ihr seht. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Und wir legen jetzt mal los. Und ihr seht, ich habe schon eine Welt rausgesucht. Monster Hunter Universe Volume 1.5. Und wir treten jetzt einmal der Welt bei und schauen sie uns mal an und gucken, ob es eine schöne Map ist, die gut aussieht und schön ist. Aber erstmal müssen wir es laden. Das dauert jetzt mal ein kleines Mühe. Ich könnte das mal auch rausschneiden, rein theoretisch. Aber das ist alles live und in Farbe. Bei mir wisst ihr ja, dass ich hier eigentlich nichts schneide. Und ja. So. Dabei guck, dabei tue ich doch. Jemand was schreiben bzw. antworten. Das halt was lädt. Es würde mich jetzt gerade auch, dass es ein bisschen länger braucht als sonst, weil eigentlich geht das immer relativ schnell. Heute hat es ein bisschen ja. Läuft einfach ein bisschen langsamer, wie es aussieht. Aber ist kein Problem. In der Zeit können wir ja noch ein bisschen quatschen, was das angeht. Feinjustierung machen oder Cam zum Beispiel, weil die ein bisschen weit unten ist. Schneidet mein Kopf so ein bisschen ab. Und ja, was haltet ihr bis jetzt so von VR-Chat? Das Spiel gibt es ja schon ewig. Aber für alle Leute, die das noch nicht so kennen, was haltet ihr so von dem Spiel? Findet ihr das schön, so als Multiplayer-Spiel so zusammenzocken mit Kumpels und Freunden? Und weil man da auch keine VR-Brille braucht, sozusagen. Das ist auch das Gute daran. Und ja, könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt VR-Chat noch bis Folge 10 machen, würde ich sagen. Und da werde ich VR-Chat auch erstmal wieder aufhören und ein anderes Spiel spielen, weil VR-Chat ist was, das kann man jetzt nicht ewig machen als Folge. Wenn man das so 10 bis 15 Folgen macht, ist das, denke ich mal, ganz okay, was das angeht. Außer es sind so viele Leute, die das sehen möchten, dann würde ich es auch weitermachen. Aber dazu bräuchte ich auch die gewisse Menge an Leuten, die sich das anschauen, das Gameplay. Sonst lohnt sich das einfach nicht hier weiterzumachen, auf gut Deutsch gesagt. VR-Chat macht zwar Spaß, ja, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man es mit Freunden zusammen zocken kann. Besser als alleine. Allein ist es meistens etwas langweilig. Das ist der Nachteil daran, wenn man es alleine spielt. Das ist halt mehr ein Spiel, was man mit Freunden zusammen zockt und nicht alleine. Ja. So ist das. Und ja, jetzt ist die Map auch gleich geladen. Nach schon 4 vergangenen Minuten der Folge. Aber wir haben ja noch 15 bis 16 Minuten. Daher alles gut. Da gehen wir schon noch genug auf die Reihe. Was das angeht. Weil sonst wäre es nicht so toll gewesen, wenn es hier ewig lang gebrauchen würde. Oder wenn es eine ewig große Map wäre. Das wäre natürlich auch beschissen. Und ja. Jetzt sind wir da. Jetzt wird connected. Wunderbar. Endlich mal geht's auf die Welt drauf. Und die Welt ist über 100 MB groß. Da muss die Welt ja auch einiges bieten, ne? Alter, das ist ein riesen Batzen Fleisch.
Alter, übertreibt's nicht. Leute, Leute, Leute. Ich hoffe, die Spielmusik übertönt jetzt auch nicht meine Stimme. Ich habe die Spielsound etwas runtergesetzt. Von der Lautstärke. Ich muss nur noch hier meine Box ein bisschen leiser drehen, dass ihr nicht so großes Echo habt. Ach, das ist der Spiegel. Ah, okay, verstehe. Aber man muss sagen, sind schon gut dargestellt. Was zur Hand, da habe ich auch auf der Platte paar Spiele, ältere und neuere, die ich wahrscheinlich auch mal im Livestream machen werde oder als Let's Play Folge. Da muss ich mal schauen, wie ich es ja machen werde am Ende. Rathalos. Okay, leider alles auf Englisch. Ich bleibe ganz kurz so stehen. Die Leute, die sie es übersetzen können, von Englisch auf Deutsch, können sie es ja übersetzen, ne? Was das angeht. Deswegen bleibe ich mal ganz kurz an dem Schild stehen, dass ihr euch das sozusagen angucken könnt. Aber bei allen Drachen oder Dinos sind keine Schilder, wie es aussieht. Bei denen steht zum Beispiel. Was ist denn heute los? Ich kann heute nicht richtig reden. Bei diesen ist beispielsweise kein Schild, was es ist. Schade, schade. Oder es wurde einfach vergessen zu machen. Das kann natürlich auch sein. Sowas kann aber passieren, dass man vielleicht mal eins versehentlich vergisst reinzumachen. Ne? Wenn es so ist, dann ist es halt so. Aber er kann es ja dann immer noch nachträglich einfügen. Ne? Aber es muss ihm natürlich auch gesagt werden, dass bei den ja, Drachen halt ja das Schild fehlt, was es ist. Ne? Das muss man denen ja auch schreiben, dass er das dann ausbessern kann oder rein updaten kann, noch das Schild. Was er braucht. So. Schade, dass man die nicht anklicken kann, dass man den Charakter übernimmt, den Avatar. Das wäre cool. Den anklicken und dann hat man den Avatar zum Beispiel. Das wäre richtig geil. Das würde mir gefallen. So. Hier ist der nächste. Sieht auch echt gefährlich aus. Guckt euch mal den riesen Schwanz an. Der ist ja länger als der Drache selbst. Krass, oder? Wirklich der Schwanz größer als der Drache selbst. Dass er den überhaupt bewegen kann, das wundert mich echt. Dass er den irgendwie bewegt bekommt. Der Lavenus. Okay. Er brute. Sowas mit Brut. Heißt das, glaube ich. Das erste. So. Weiter geht's zum nächsten. Ja, das sieht auch nicht ohne aus. Das hat nicht so schöne Formen, muss ich sagen. Aber sieht auch sehr aggressiv aus, muss man sagen. Also. Das sind du, was? Sind du Grey oder sind du oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Ja, okay. Ups. Ah, einmal rumlaufen, natürlich auch die richtigen Tasten dazu drücken, nicht die falschen. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wie gesagt, ja, bei VR-Chat kann man wirklich sehr, sehr viel zeigen und vorstellen. Nur, es muss halt auch dann das Interesse da sein von den Zuschauern, die sich das anschauen. Ob das die Zuschauer interessiert oder eher nicht so interessiert. Ja, wie gesagt, ich werde bei 10 Folgen dann auch erstmal einen Stopp reinmachen, was VR-Chat angeht. Weil
So auf Dauer ist das halt auch nichts, was das angeht. Weil wie gesagt, mit Freunden zusammen macht das Spiel wesentlich mehr Spaß als alleine es zu zocken. Aber um die Zeit, wo ich aufnehme, haben die anderen meistens keine Zeit. Da ist nämlich das Problem, die Zeit zu finden, mit Freunden aufzunehmen, wenn sie auch Zeit haben. Und das ist immer echt schwierig zu machen. Gerade über die Woche, wo ich immer meine Aufnahmen mache. Ja. Das sieht aus wie eine übergroße Krabbe. Alter. Ist das ein Riesenvieh. Sie will ich nicht nachts begegnen. Da macht dich doch mit einem Hieb kaputt, ey. Der sagt dich doch wie Nacktschnitzel, das Vieh. Da hast du keine Chance. Naja. Alter, was ist denn das? Das sieht ja echt bösartig aus. Also, stell dir mal vor, ihr seid mit dem Schiff auf dem Meer unterwegs und auf einmal kommt so ein Monster aus dem Meer rausgeprescht. Das macht das Schiff mit einem Schlag, wie das mit dem Kopf draufhaut, tut's das in zwei Teilen oder in drei Teilen oder sonst was. Aber für ein Schiff übrig bleibt garantiert nichts. Okay, bei 11 Minuten. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Sideus. Okay. Interessant, interessant. Ja. Das ist ja nicht übergroß. Aber wenn man das bei Monster Hunter zähmt und fängt, hat man bestimmt Vorteile. Damit kann man bestimmt einiges anstellen an Unsinn und Ärger und Blödsinn. Was es angeht. So, hier haben wir noch einen Flugdrache. Der sieht wieder von der Farbgebung her richtig cool aus. Der gefällt mir. Der hat sehr schöne Farben. Wenn er ein bisschen anders wäre, würde er sehr an einen Drachen von DreamWorks Dragons erinnern. Ohne Mist. Das würde dann wirklich sehr, sehr daran erinnern, was das angeht. Aber der ist von Farben her wieder richtig geil. Und von vorne sieht er aus wie so ein Haikopf. Der Kopf sieht aus wie ein Hai. Oder? Was sagt ihr? Das ist doch ein Haikopf. Definitiv. Der Blessi. Was? Blessiot. Blessiot. Alter. Der hat hier Namen für die Drache. Das ist ja weitaus böse, muss ich sagen. Weitaus böse. Gott, was ist das denn? Eieieiei, das sieht ja richtig gemein aus. Ohohoho. Alter Schwede, alter Schwede. Dem will auch keiner begegnen. Insbesondere nicht nachts. Oh, ich muss doch da auf der Nase mal ausschnuppern, ey. Das ist gerade wieder total pervers, wie bei der Nase gerade nervt. Und ich weiß nicht, warum es heute so nervt. Die macht halt wieder komplett Nerv und Nervu, aber ich habe keinen Schimmer, warum. Chingeron, okay. Man kann so bleiben, dass ihr es euch durchschließen könnt. Und dann geht's gleich weiter zum nächsten, ne? Aber ich denke mal, hiervon muss ich definitiv noch eine Folge machen, weil das schafft man gar nicht in einer Folge hier, alles so zeigen. Ne? Außer man macht eine übelst lange Überlängenfolge, dann gänge es vielleicht. Oh Mann. Hä? Da muss man auch ein bisschen weiter weg stehen bleiben, dass man den aufs Bild bekommt, ey. Krass. Den zeige ich euch noch und dann werde ich auch erstmal die Folge beenden, würde ich sagen. Weil meine Nase wird gerade immer schlimmer. Vielleicht hört das auch gerade an meiner Stimme, dass sie so ein bisschen verschnieft klingt. Beziehungsweise so klingt, als meine Nase komplett zu wäre.
Ist sie auch fast. Ich würde sagen, die ist wirklich so halb voll. Deine nervigen Position mich zu nerven. Lauschen Long. Okay, das ist auf jeden Fall was Chinesisches. Definitiv. Und bei Lauschen Long werde ich jetzt auf jeden Fall auch die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei zur nächsten VR-Chat-Folge mit und von eurem Darth Steffen Zockt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt mir treu, gewogen und gesund und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Und hinterlasst gerne ein Like und Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt. Also dann, ciao mit V, euer Darth Steffen Zockt. Möge wie immer die Macht mit euch sein. Meine Freunde, Padawane, Zuschauer und alles, was es noch gibt.